Herzlich willkommen zum Gilden Spotlight und dem Dungeon Run im November mit der Gilde 4 Elemente. Wir sind heute in Tempel der Spinne und wie immer zu Anfang, Delta, stell dich doch mal ganz kurz vor. Ja gut, seid gegrüßt. Also Delta ist mein Name, Delta des Wassers in der Gilde, weil die Gilde 4 Elemente heißt und wir deshalb alle Elementnamen brauchen. Mein Main hier gerade auch zu sehen ist ein Waldläufer. Ich bin sonst nur noch mit einem Schurken unterwegs und ja, freue mich auf einen entspannten Lauf. Ja, wenn du gerade Schurke sagst, dann gebe ich doch einfach mal an Larissa, das ist die Klinge der Schatten, gebe ich doch einfach mal weiter. Genau, Klinge der Schatten, wie gesagt, weil 4 Elemente, allgemein bekannt als Larissa. Mein Main ist Schurke, weil Schurke rockt unheimlich. Ansonsten habe ich noch zwei Twinks, ein GF und eine Magierin. Die spiele ich jetzt aber nicht so häufig. Und ich war schon am Überlegen, jetzt wo das neue Modul rauskam, ob ich mir nicht noch eine Klerikerin mache. Es ist auf jeden Fall lohnenswert. Also ich kann es dir nur anraten. Und bevor wir jetzt gleich mal zum nächsten kommen, wenn ihr das könnt, dann geht es jetzt auch ein bisschen weiter? Also wir können schon anfangen mit Kämpfen. Gut, dann Randall? Nee, ja, Randall hast du gesagt. Ne? Randall, ja, eigentlich Randall-Tor. Aber das war ein bisschen zu lang für die Eingabemaske. Mein Name ist Randall-Tor. Ich spiele Wachsamen Waldläufer, eigentlich schon seit es den Charakter im Spiel gibt. Bin jetzt ein bisschen über einem Jahr in dem Spiel. Bin witzigerweise durch meinen Sohn darauf geraten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vorher nie MMOs gespielt. Aber Neverwinter macht nach einem Jahr noch Spaß. So, das war's eigentlich schon so ziemlich. Dann haben wir noch die Klerikerin in der Runde. Taya, glaube ich, oder? Taya. Achso, ja. Ja, ich bin eigentlich bekannt als Scully, aber wir haben, weil ich ja auch Element bin, habe ich mich Taya des Lichtes genannt. Und ich bin im Grunde die Gildenklerikerin und habe jetzt den neuen Kleriker-Pfad genommen, diesen Schadenskleriker. Und ja, bin recht zufrieden damit, war eigentlich immer schon recht toll und ja, werde auch immer auf Dungeon mitgenommen. Und bin auch ungefähr seit einem Jahr schon bei Neverwinter, habe aber zwischendurch eine kleine Pause gemacht. Ist natürlich auch interessant, dass der Kleriker jetzt dann auch so einen Skillbaum hat. Findest du, dass man damit trotzdem noch einigermaßen gut heilen kann? Ich sehe es ja nebenbei, dass die ganzen Heilzahlen immer noch weiter hochkloppen. Also bis jetzt ist noch nie jemand gestorben und auch mit den ganzen Schadenskills habe ich es ganz gut geschafft, die Gruppe zu schützen. Also ich könnte es jetzt auch als Herausforderung sehen, mich einfach mal irgendwie in so eine Mob-Gruppe reinzustellen, die Akku zu ziehen und dann mal gucken, wie gut du dich da reinmachst. Dann kann ich dir nichts garantieren. Siehste, da habe ich schon gemacht und jetzt bin ich gestorben. Und dann nochmal. Eine ganz schlechte Magierkrankheit. Ja, ist schlimm, ne? Ja, wenn die vorlaufen, sterben die, wenn sie nicht gerade alles einfrieren. Jetzt habe ich aber gerade gesehen, also außer Delta des Wassers, oder wie war das noch? Lass mich mal kurz gucken. Okay, das passt eigentlich auch. Außer eben Delta des Wassers, finde ich, passen die Klassen. Ist das eigentlich so gewollt? Also ich meine, Schatten mit Schurke und mit dem Jäger, das ist ja, wenn du jetzt einen Bogen hast, ist das ja auch Wind in dem Sinn. Und Licht ist ja auch Kleriker. Ist das so beabsichtigt oder ja, ist das nur Zufall? Das ist tatsächlich durch die Geschichte der Gilde entstanden. Die anderen drei Elemente hatten quasi freie Namenswahl. Wir haben uns ursprünglich aus 4 anderen Spielern gegründet als Gilde, die mit ihren bisherigen Gildenerfahrungen nicht so sehr zufrieden waren und der Meinung waren, alles besser zu können, wie man das macht, wenn man jung und naiv ist. Und mussten halt die 4 Elemente, auf die wir uns dann geeinigt hatten, verteilen, Feuer, Wasser, Erde, Luft. Und mir blieb das Wasser übrig. Mit der Begründung, ich würde angeblich weise sein. Ich glaube, ich habe denen einfach nur zu viel geredet.
der Wasserfall. Und deshalb haben wir uns dort quasi beschränken müssen. Und bei den neuen Elementen haben wir uns gedacht, warum nicht einfach weitergehen, weil ja im D&D-Universum gibt es unglaublich viele elementare Ebenen. Mhm. Sieht man jetzt auch an den Drachen. Genau. Und da konnten die Leute dann quasi frei wählen und haben dann etwas genommen, was zu ihrer Klasse und, ich würde jetzt frecherweise zu ihrem Charakter sagen, passt. Ja, wobei ich, also ich hätte jetzt Wasser auch eher dann zum, zum Mage dann zugehörig gesehen. Hätte ich ehrlich gesagt auch, aber wir hatten bei der Gründung, hatten wir nun einen Schurken und zwei GWFs neben mir. Da ging es dann mehr nach dem Charakter. Und weil du es gerade angesprochen hast, die Geschichte hinter dem Namen Vier Elemente, magst du dir mal erzählen? Okay, also wir haben uns aus ein paar deutschen Gilden halt gefunden. Wurde damals von einem Gildenleiter halt unsere Hauptgilde, wo wir uns gefunden haben, geleitet, der halt irgendwann nicht mehr online war. Und weil wir halt ein bisschen mehr Aktivität zeigen wollten und keine Gilde hatten, haben wollten, die halt ausstirbt, weil sich niemand kümmert, haben wir einfach eine eigene gegründet und haben sehr lange nach einem Namen gesucht. Und da wir uns die Leitung teilen wollten und zu viert waren, wurde ich dann irgendwann überstimmt zu Vier Elemente. Und ja, daher resultierte der Name. Und dann dachten wir uns, wäre es vielleicht lustig und ein wunderschönes Alleinstellungsmerkmal, wenn wir uns einfach auch passende Namen geben für die Gildenleitung. Und daraufhin haben wir uns dann benannt. Leider sind halt die drei anderen ursprünglichen Elemente mittlerweile raus. Einer, weil er keine Zeit mehr hatte, die anderen, weil sie, ja, die hatten, glaube ich, keine Lust mehr. So richtig, die waren jedenfalls dann auch sehr oft nicht mehr online. Und da mussten wir dann einfach neu besetzen, weil wir einfach wollen, dass natürlich die Gilde weiterläuft, die Spiele laufen und, ja, dann halt neu besetzt werden einfach. Und gibt's, weil du jetzt generell von der Gilde sprichst, denn irgendwas, was eure Gilde dann noch besonders macht? Außer jetzt die Namen, meine ich. Also neben der geteilten Führung, das heißt, dass es keinen Alleinbestimmer gibt, der über alle recht willkürlich entscheidet, beziehen wir, glaube ich, ganz gerne unsere Mitglieder ein. Also wir haben auch bei der Besetzung der Elemente, haben wir uns umgeschaut nach Leuten, die ganz cool sind, die gerne gesehen werden in der Gilde, die halt sich halt ein bisschen auch für die Community einsetzen. Bei uns zählt halt nicht nur der Spielerfolg. Tatsächlich sind unsere Elemente jetzt nicht die Spieler mit dem höchsten Gearscore. Und dass man sich halt mit den Leuten versteht. Und zwar besonders wichtig, dass die Community funktioniert, dass die Leute zufrieden sind, dass wir denen quasi als Gildenleitung was bieten können und dass wir alle viel Spaß haben in Neverwinter. Oder ja, wie seht ihr das? Absolutes Hauptgewicht auf dem Spaß am Spielen liegt. Also das ist das, was die Gilde eigentlich auszeichnet. Wir haben sicherlich Leute dabei, die auch, sagen wir mal, einiges Erfolgsdenken damit reinbringen. Und das wird auch absolut gefördert und ist auch absolut okay so. Aber sagen wir mal, das Gros der Gildenmitglieder ist eigentlich wegen der Kommunikation, wegen dem Spaß, den wir gemeinsam hatten im Spiel eigentlich bei uns. Das würde, zumindest sehe ich das so. Und ich glaube, da teilen auch meine Elementenkollegen meine Meinung. Ja, genau. Das ist halt auch der Punkt. Ja, ich finde, Erfolg gehört ja auch irgendwo dann noch mit dazu. Ich meine, absolut. Wenn man jetzt wirklich gar keinen Erfolg hätte, dann, ich glaube... Was ich damit meinte, ist eigentlich, dass es Gilden gibt, und ich bin selber mal so in einer gewesen, eine Zeit lang, wo es also wirklich nur darum ging, jetzt mit der Stoppuhr durch die Dungeons zu laufen und sowas, und das macht auf die Dauer, bringt das eigentlich wenig bis gar keine Befriedigung. Ja. Zumindest mir nicht. Das ist auch oft ein Regulativ dahinter. Viele Gilden nehmen ihre Leute nur mit, wenn sie die richtige Klasse, den richtigen Pfad und oder den richtigen Gearscore haben. Und darauf wollten wir halt überhaupt keine Rücksicht nehmen. Wir laufen mit allen Klassen, alle Dungeons, und das geht auch. Und ja, die Zeit ist eben nicht das Entscheidende, wie Randator so schön sagte. Entscheidend ist der Erfolg, der Spaß, und dafür kann man auch ruhig mal 30 bis 45 Minuten laufen. Aber jeder hat, glaube ich, seinen eigenen Spielstil, seine eigene Lieblingsklasse, und die Leute da einzuschränken, wäre für uns einfach falsch. Finde ich eine gute Einstellung. Deshalb sind wir auch schon in Vormodul 5 mit Schurken gelaufen oder mit Waldläufern, so wie ich das mache. Und achso, danke übrigens für das Lob bezüglich der Einstellung. Aber ja, darum geht's halt. Es gibt einigen Gilden halt Leute, die wirklich nur auf Effektivität und möglichst viel, möglichst schnell erfahren, aber
Ja, das kann ich beruflich machen. Möglichst viel, möglichst effektiv. Ja, das hatte ich auch schon mal erwähnt, dass es gibt halt solche und solche Gilden. Die einen orientieren sich dann mehr an Erfolg, auch wenn es halt ein bisschen, ja, ein bisschen halt auch die Zeit im Auge behalten muss. Und eben diese taktische Sache, wie perfektioniere ich meinen Spielstil. Und dann gibt es halt wiederum Gilden, die haben entweder beides oder die machen halt alles nur aus Spaß. Also die haben jetzt nicht so den Erfolg im Hinterkopf. Also ich muss dazu sagen, also bei uns findet man halt beides. Also wie Delta schon gesagt hatte, jetzt auch bevor das neue Modul rauskam, bin ich als Schurke trotzdem halt immer gerne mitgenommen worden. Weil ich im letzten Modul die Support-Talente geskillt hatte. Mhm. Und das ist etwas, wo ich die Erfahrung gemacht habe, gerade wenn man dann Random-Gruppen findet, wo man dann als Schurke einfach nicht mitgenommen wird, weil es dann heißt so, ja, wenn man Schurken mitnehmen, dann dauert es ja viel zu lange und das war für mich dann auch am Anfang, als ich in das Spiel reingekommen bin, mit meinem Schurken ziemlich frustrierend. Deswegen bin ich auch froh, dass ich durch einen Bekannten hier in die Gilde mit reingekommen bin. Fühle mich deswegen hier auch sehr wohl und jetzt, wo ich halt auch Element bin, möchte ich halt auch dafür sorgen, dass sich die anderen Spieler bei uns wohlfühlen. Ja, das ist genau der Punkt, den ich eben auch ansprechen wollte. Also wir nehmen nicht den Schurken mit, wir nehmen Larissa mit in den Dungeon, ne? Also es ist halt der Mensch und keine Klasse. In dem genau Sinne. So sieht es aus. Genau. So sehe ich es. Das finde ich eben sehr positiv und auch unheimlich wichtig. Das macht die Gilde auch ein bisschen aus. Und wenn jemand fragt, hier, ich möchte gerne das und das laufen, dann sagen wir, gut, wir machen eine Gruppe auf. Dann ist ganz egal, wer da reinkommt. Wenn der Gearscore passt, wenn er also in den Dungeon rein darf, kann er auch mitgehen. Bei uns hier zum Beispiel, wir haben keinen GWF dabei. Also, wir brauchen auch keinen. Hier darf, ja, ich sag ja, in dem Sinn ist jetzt halt hier der Spaß, jeder darf mal tanken. Ja, tatsächlich kann man das ja gut ersetzen. Ich laufe ja immer ein bisschen vor, ich spiele ja einen Fallensteller-Waldläufer, ich fixiere einfach die ganzen Mobs. Das haben wir gestern extra nochmal geübt. Und damit geht das auch richtig super. Im Endeffekt kann man ja sowieso mit fast jeder Klassenkombination spielen, wenn man halt ein bisschen miteinander spielt und sich ein bisschen abspricht. Und das ist eigentlich also etwas, was bei mir auch den Reiz an Neverwinter ausmacht. Es gibt keinen Zwang, etwas zu tun. Den legen sich die Leute höchstens selber auf. Und der Vorteil ist halt auch die Sache mit dem, man kriegt ja nebenbei immer noch weiterhin Erfahrungspunkte, man levelt ab und da kann man dann natürlich auch die Punkte dementsprechend dann auch noch verteilen und dann je nachdem auch fehlende Klassen kompensieren, indem man halt andere Fähigkeiten benutzt, die man eigentlich sonst benutzen würde, wenn jetzt zum Beispiel ein Krieger dabei wäre. Auf jeden Fall. Und das lädt ja auch ein zum Experimentieren, die zusätzlichen Punkte, die man dann bekommt in den Kräften. Das ist eine sehr schöne Neuerung. Die hat mir wirklich damals gefallen. Die ist ja schon eine Weile drin, aber das war echt eine gute Idee. Ja, weil wir vorhin Besonderheiten hatten, wir haben, das findet man ja auch bei den 10 Fragen, aber wir haben, und tatsächlich war das keine Absicht bei der Erstellung, sogar eine 50%ige Frauenquote in der Führungsriege. Das ist uns aufgefallen, als wir die Gründe zusammentragen mussten und wir fanden das irgendwie sehr lustig. Genau, da wollte ich eigentlich nochmal drauf eingehen. Weil ihr sagtet, dass ihr so eine hohe Frauenquote habt, das kann jetzt auch nicht jede Gilde von sich behaupten. Nö, wie Delta schon sagte, anfangs fanden wir das lustig, mittlerweile finden wir das wichtig. es ist halt wirklich eher Zufall gewesen. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir einfach... Also viele weibliche Spieler, habe ich zumindest das Gefühl, wenn ich mich da irre, dann möge man mir das verzeihen, sind halt viel eher auf die Community aus als auf den Erfolg. Es sind hauptsächlich scheinen die Jungs zu sein, zumindest aus meiner Erfahrung, die unbedingt alles schaffen wollen, während die Damen halt lieber einen angenehmen Abend haben wollen. Im TS und im Spiel. Und vielleicht ist das, was den Reiz bei uns bisher ausgemacht hat, weil die haben sich ja zufällig gesammelt. Wir haben ja jetzt nicht ausgerufen, ja, Deutsche Gilde sucht weibliche Spieler. Keine Männer. Das war ja nicht der Fall. Und ja, wir haben, ich habe sie gar nicht gezählt, weiß ich nicht, wie viele man da abends so im TS findet. Also mehr als 10 sind es bestimmt. Mittlerweile ja. Sind es mehr geworden, ja.
Und ja, und die fühlen sich offenbar ganz wohl und das ist ja super so. Aber es war nie Absicht, es war halt witzigerweise ein Nebeneffekt. Also ich und als wir halt die Elemente neu besetzen mussten, waren halt Larissa und Scully die erste Wahl, auch von der Gilde, von den Gildenmitgliedern. Die haben sich die beiden am meisten gewünscht und dann haben sie die bekommen. Ja, ich denke auch, dass die Frauen so ein bisschen mehr Wert auf dieses familiäre und ja, ich weiß nicht so. Vielleicht liegt doch einfach daran, dass Frauen viel quatschen. Das sind bei uns nicht nur die Frauen, die da viel quatschen. Ich wollte gerade schon sagen, also wenn der TS dann mal voll ist, da quatschen eigentlich alle wie Wasserfälle. Ja, was halt anliegt. Oder wer was sagen möchte. Nee, ich meinte eigentlich schon eher, ich wollte das nochmal aufgreifen mit dem, wo du sagtest, dass die Frauen nicht jetzt vordergründig so eher an den Erfolg denken, sondern mehr so an, was ich innerhalb der Gilde habe. Also mit welchen Leuten spiele ich zusammen. Also ich meine, klar, natürlich, ich meine natürlich, jede Gilde hat irgendwo so seinen Bezug auch zu den Leuten an sich, aber ich glaube, bei Frauen, die sind da noch mal so ein bisschen empfindlicher, was es angeht, wer halt in der Gilde drin ist. Das ist auch einer der Gründe, warum wir auch viel auf Sympathie setzen. Also das ist ja halt auch der Punkt, wo wir dann sagen, okay, Gearscore und Klasse ist zweitrangig, solange man halt auch miteinander auskommt, und das Konzept geht bei uns ziemlich gut auf, finde ich. Auf jeden Fall, kann man nicht meckern. Also ich zumindest nicht. Wahrscheinlich wird es von allem ein bisschen sein. Ja, die Mischung macht. Ah ja, aber das könnten sie ja mal die Mädels selber erzählen, warum sie sich bei uns so wohlfühlen. Weil es so schön familiär ist. Weil es hier nicht einfach nur um das Spiel an sich geht, sondern wir auch um TS viel Spaß miteinander haben und man immer jemanden hat, mit dem man mal quatschen kann. Und bei uns geht es halt auch nicht immer nur ums Spiel. Also, ja, deswegen. Sondern was auch? Ja, es werden auch viele Real-Life-Dinge thematisiert. Es kam auch schon mal vor, dass wir über Politik gesprochen haben oder solche Sachen. Oder so einen langweiligen Kram auch manchmal dazwischen. Ja, das dauert aber meistens nicht lange. Gibt es denn Familie direkt bei euch? Also habt ihr... Also nicht nur dieses familiäre Flair, sondern auch irgendwie Familie, wo jetzt Mann, Frau und vielleicht Sohn oder Tochter spielt? Wir haben... Ja. Oder, Entschuldigung, vielleicht möchte das jemand anders beantworten. Nee, mach ruhig. Okay, wir haben also tatsächlich eine ganze Menge Pärchen hier in der Gilde, die auch paarweise reinkommen. Bestimmt 4 oder 5. Und man muss sogar sagen, die Gilde hat sogar schon Pärchen gestiftet. Oh. Gestiftet? Also, ja. Das ist schön. Es sind also auch schon durch die Gilde indirekt Beziehungen entstanden. Ja, das ist doch schön. Ich glaube, ja. Ich glaube, sowas sollten wir uns auch mal vielleicht überlegen. dass irgendwie. Ja, genau. So Geschichten irgendwie. Ich mag sowas. Gut gebauter 18K GWF sucht Klerikerin für einsame Dungeonläufer. Also, ja. Meine Frage, warum habt ihr euch eigentlich Tempel der Spinne ausgesucht? Hat das einen Grund? Nö. ja, wir dachten... Es wurde so in den Raum geworfen und ich war dann so, ich glaube gestern Abend dann auch so die treibende Kraft, so nach dem Motto, ja, jetzt lasst uns mal üben. So, gerade jetzt mit der Modulumstellung, dadurch, dass die Talentbäume beim Schurken ja einmal komplett überarbeitet worden sind, habe ich ehrlich gesagt so ein bisschen das Flattern bekommen, weil ich jetzt auf eine ganz andere Art und Weise spiele, als ich es vorher gewohnt bin. Ah ja, okay, das macht natürlich Sinn. Man muss sich natürlich dann, wenn man da ausprobiert, natürlich erstmal so ein bisschen rantasten.
Ich habe ja den Kleriker auch schon, ich habe auch noch eine Klerikerin, da habe ich auch schon angetestet, ein bisschen rumprobiert und da musste ich natürlich dann auch erstmal gucken, was hat sich da geändert, wie hat sich das geändert, wie funktioniert das jetzt alles. Das macht natürlich aber auch einen gewissen Reiz aus, finde ich. Wenn sich irgendwas ändert, kann man neue Dinge herausfinden, die einem gut liegen könnten. Aber es kann halt auch, ja, manche mögen ihre alte Spielweise natürlich und die haben es dann ein bisschen schwerer, was Neues zu finden. Ja, bei uns wird halt, auch mal viel ausprobiert und so, dass wir uns dann schon mal in Icewind Dale treffen und dann mal gegenseitig irgendwelche Kombos oder so an uns gegenseitig ausprobieren. Und so kommt man halt immer besser in das Spiel rein und man weiß auch immer besser über seinen Charakter Bescheid. Ich habe mir dafür die niedriglevigen Gebiete rausgesucht. Einfach zum Skilltesten dann. Ja, genau, zum Ausprobieren. Also man kann natürlich auch eine Übungspuppe nehmen, also das ist. Aber die macht halt keinen Schaden. Wenn man aber Schaden braucht, natürlich als Kleriker, wenn man dann so wegen der Heilung und so. Nö, wir dienen uns ja da gegenseitig als Crash-Test-Dummies. Ja, weil die meisten Leute von uns halt PvP und PvE spielen, machen wir viele Tests halt einfach PvP markiert, unterschiedliche Fraktionen, und dann kann man ja sehr gut testen, wie verschiedene Kräfte oder Buffs und Debuffs wirken. Ah, ihr seid also so eine gemischte Gruppe, einmal so PvE und einmal PvP? Auf jeden Fall, ich glaube, Also von unseren Elementen läuft jeder alles, deshalb haben wir halt keine rein PvE geskillten Charaktere oder PvP. Sondern es zieht sich hauptsächlich durch die Gilde. Wir haben, glaube ich, keine reinen PvP-Spieler, aber wir haben ein paar reine PvE-Spieler. Aber die meisten sind so Mischcharaktere. Ja, PvE muss man halt mögen. Also so rein, ganz reines PvP wäre mir bei dem Spiel auch einfach zu schade. Ja, so sehen das die meisten von uns auch. Ja, es macht echt die Mischung. Gerade in Icewind Dale, das war sehr schön, als dann das Open World PvP eingeführt wurde. Möglichkeit, es zu nutzen ohne den Zwang, war, glaube ich, eine sehr gute Sache. Die, ja, vielleicht irgendwann mal sogar noch ausgebaut wird, weiß man ja nicht. Tja. Aber jetzt gibt es ja erstmal ein neues Modul. wenn das noch weiter ausgebaut wird, also ich mag Icewind Dale sehr gerne. Also ihr meint jetzt schon, dass das Open PvP sollte mehr ausgebaut werden. Also vielleicht noch irgendwie eine zweite Map mit Open PvP? Würde ich begrüßen. Also ich würde es schön finden. Ja, also ja. Gerade wenn man vielleicht noch was Zusätze einführen könnte. Es gab ja immer Wünsche nach Gilden PvP oder halt Events oder einem Duellmodus, was halt im PvP manchmal möglich ist, wenn man nette Leute trifft, faire Leute, aber halt nicht immer. Das wären echt so Sachen, die man einbauen könnte, weil mir persönlich macht es auch sehr viel Spaß, einfach Skillung oder Kräfte zu testen in einem einfach fairen Duell gegen einen einzelnen Spieler, ohne dass man sich quasi in den Rücken fällt, sondern einfach nach Absprache mal baut, was man so drauf hat mit dem Charakter und man selber. Das ist... Das ist einer der Gründe, warum ich unheimlich gerne eine Möglichkeit hätte, wirklich reine 1:1 Duelle machen zu können, ohne dass da noch jemand mit zwischenfunkt. Also das wäre noch so das Ü-Tüpfelchen für mich in diesem Spiel, wo ich denke, das wäre jetzt nochmal der richtige Knaller. So eine 1:1 Arena. Ja. Das finde ich auch, find ich auch gut. Ja, vielleicht mit und ohne Gelände. Und ja, das müssen so Kleinigkeiten, die man halt noch einbauen könnte. Ja, Feedback ist immer gern gesehen. Also wenn ihr irgendwie was habt oder sowas, dann immer her damit. Wobei man ja sagen muss, dass die Kampagnen jetzt, also das ganze PvE, wir reden jetzt nur über PvP, ist eigentlich auch eine feine Sache. Also ich finde es echt angenehm, dass man so seine Dailies hat, die man laufen kann, auch wenn sie auf Dauer dann manchmal nerven, natürlich. Wenn man die vierte Kampagne gerade am Tag läuft mit einem Charakter, aber das ist halt alles auch ganz schön. Also Modul 5 geht ja eigentlich ganz gut los jetzt. Mit den Drachen, das hat schon was. Habt ihr da schon ein bisschen was gemacht im Drachenbrunnen? Wart ihr da schon? Ja. Oh, ich muss mich da erst reinfinden. Kommt ihr hin? Täglichen Quests. Ganz klassisch gestartet, mal geschaut. Jetzt sind ein paar kleine Bugs sind noch gefixt worden vom letzten Modul. Wie die eine Begegnung mit diesem Unbezwingbaren, der ja wirklich unbezwingbar war. Ja, ich weiß.
Die habe ich zweimal dann die ganze Zeit abgelaufen und irgendeine Möglichkeit gesucht, den Typen dann doch noch verwunden zu können. War recht drollig. Ja, das ist eigentlich ganz schön. Es ist ein großes Gebiet mit vielen Gegnern. Ja, ich finde halt so das Tolle, dass man halt dann doch nicht auch alles alleine machen kann. Also es orientiert sich dann doch so ein bisschen an die heroischen Begegnungen, wo man dann halt doch so ein paar mehr Leute sein muss. Ja? Ja, da gibt es einige Parallelen, ja. Okay, tut mir leid. Ich habe einen 20k-Charakter. Ich glaube, da fällt mir das nicht mehr so auf. So ein ganz mieser Nebeneffekt ab einem gewissen Gearscore. Naja, es gibt ja auch diese großen Begegnungen. Es gibt halt welche, da braucht man dann nur drei Leute. Das könnte man mit einem guten Score natürlich kompensieren, aber ansonsten... Ich meine, die Unbesiegbaren schaffst du ja auch nicht alleine. Das stimmt. Da ist Teamplay mal nötig, und zwar unabhängig aber auch von der Kampfstärke, ja. Man muss ja auf die Sockel diese Mitternachtsfunken da setzen. Ja, das wäre eigentlich auch mal super. So als weiteres Feedback, wenn man nicht nur Dinge halt immer vom Gearscore oder vom verursachten Schaden abhängig macht, sondern einfach mal die Spieler ein bisschen Mobilität beweisen müssen und... Ein bisschen vielleicht mehr Kreativität auch reinbringt. Ne? Ja, Kreativität. Naja, wobei von der Bewegung her ist das Spiel ja schon drauf aus. Es ist ja halt auch actionlastig. Ja, klar. Mit viel Bewegung. Ja, das stimmt, aber das muss ich ja eigentlich nicht widersprechen. Nee, weil es klang so gerade danach irgendwie. Nee, so war es auch nicht gemeint. Also kreativ sein im Sinne von vielleicht mal eine andere Herangehensweise an manche Dinge. Mobilität, glaube ich, war das, hat er gesagt, oder? Mhm. Mobilität und Kreativität. Also ich merke es halt beim Waldläufer, das ist eine Klasse, die sich, wenn man sehr mobil spielt, wesentlich effektiver spielt. Außer jetzt vielleicht bei diesem Boss hier gerade, wo ich jetzt auch nur rumstehe. Und das ist total schön. Das ist halt, ja, man muss wesentlich flinker reagieren. Also, wobei ich sagen muss, ich mag auch keine Klassen, die halt am Punkt Schaden verursachen. Vielleicht eine persönliche Sache. Ja, was das angeht, das ist Geschmackssache. Wenn ich mir überlege, warum ich mir meinen Schurken ursprünglich mal gemacht habe, so eine ran an den Gegner und gib ihn. Ja, es ist halt so, wie ich im Vorfeld schon mal gesagt habe. Ne? Es gibt 100 Wege, einen Hasen zu fangen, und jeder davon ist richtig. Ja, war's schon wieder. Tja, jetzt ist vorbei. Nur ist er tot. Ganz Sie. Fix. Sie. Zumindest, wenn man halt nicht so viele Magier mit hat. Huch, ich krieg ja schon wieder alles. Mhm. Ja, das ist ganz schlimm. Also wenn man bei uns drin ist, freut man sich zwar, wenn man Scully als Kleriker dabei hat, aber es hat halt den kleinen Nachteil, dass die das ganze Zeug immer kriegt. Muss man eigentlich gar nicht würfeln, kann man eigentlich passen. Na gut, dann sind wir jetzt, glaube ich, durch. Ist sagenhaft. Wir haben es geschafft. Schön. Und? Habt ihr denn irgendwas, was ihr noch ansonsten noch mit auf den Weg geben möchtet? Oder was ihr vielleicht noch loswerden wollt? Gut, ja, liebe Spieler, wenn ihr also Wert legt auf eine freundliche, hilfsbereite Community, die auch viel rumblödeln kann im TS und euch das alles passt, meldet euch doch einfach bei uns, schnuppert in unseren TS rein und entscheidet dann, ob ihr in die Gilde wollt. Es gibt keinen Zwang, es gibt fast keine Regeln, außer dass man halt freundlich ist, niemanden zu sehr ans Bein pisst und niemanden versucht hier zu betrügen. Eine weitere Besonderheit bei uns ist, dass wir halt kein Rekrutierungsalter festgelegt haben. Wir rekrutieren also tatsächlich auch unter 18-Jährige, unter der Bedingung, dass sie natürlich genauso nett und freundlich sind wie alle anderen. Also es gibt kein Mindestalter, nur ein Mindestverhalten, das ihr da an den Tag legen sollte. Ja, und kommt einfach zu vier Elemente, wenn es euch gefällt. Genau. Reingucken lohnt sich auf jeden Fall mal. Das auf jeden Fall. Und reinschnuppern kostet nichts. Und Frauen haben wir auch. Und der Rest kostet auch nichts. Bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr einen kleinen Einblick in eure Gilde habt einsehen lassen. Falls es dann sonst nichts mehr gibt, wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Und dann danke viel gleichfalls. Erfolg weiterhin Dank. Mit eurer Gilde, dass ihr da noch ein paar Leute rankriegt. Ja. Und ansonsten noch viel Spaß in der Mitte. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.